Yo, moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal und heute zeige ich euch einen brandneuen Solo Unlimited Money Glitch mit Bypass für die PS4, Xbox One und für den PC. Ja Leute, auf jeder neuen Konsole funktioniert dieser Glitch und das Beste ist Leute, am Ende des Videos zeige ich euch, wie ihr mit diesem Glitch sogar einen Giftcast zu Friends machen könnt. Das bedeutet, ihr könnt von euren Freunden die Autos selbst abspeichern. Also falls euer Freund ein gemoddetes Auto habt, wo ihr immer drauf neidisch wart, könnt ihr das Fahrzeug jetzt ganz einfach bekommen. Aber wie gesagt, als erstes machen wir den Solo Unlimited Money Glitch und danach machen wir den Giftcast to Friends. Aber bevor wir mit dem krassen Glitch anfangen, möchte ich jetzt noch einmal auf meinen Modding Service hinweisen, wer noch einen Unlock All für den PC braucht. In der Videobeschreibung ist ein Link zur Unlock All Seite. Und ich würde euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die mich noch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keinen krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich würde mal sagen, fangen wir mal an. Als erstes machen wir den Solo Unlimited Money Glitch. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht irgendein Pegasus-Fahrzeug oder ein Straßenfahrzeug. In diesem Fall geht beides. Ihr braucht natürlich eine Basis, die voll ist. In der Basis muss ein Fahrzeug stehen, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Das bedeutet, ihr benutzt einfach den normalen LGRH8 oder irgendein anderes Fahrzeug, was ihr auf jeden Fall nicht mehr braucht. Und die Basis muss voll sein. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Ihr braucht außerdem auch noch einen Fatschi-Roller in irgendeiner Garage. Es kann auch im Motorrad-Clubhaus drinne stehen. Das ist völlig egal. Hauptsache, ihr habt einen Fatschi-Roller. Und ihr braucht auch noch Molotow-Cocktails. Wenn ihr keine habt, müsst ihr über Merryweather eine Munitionslieferung anfordern. Und da drinne sind diese Molotow-Cocktails. Die brauchen wir nämlich für diesen Glitch. Und außerdem braucht ihr natürlich ein Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt den LG Retro Custom. Der bringt einfach beim Duplizieren am meisten Kohle. Und natürlich darf dieses Fahrzeug auch nicht in der Basis stehen, sondern in irgendeiner anderen Garage. Aber ich würde mal sagen, fangen wir mal mit dem Glitch an. Als erstes seid ihr natürlich mit eurem Pegasus-Fahrzeug an eurer Basis. Ihr steigt aus, registriert euch als MC-Präsident und bestellt euren Fatschi-Roller über MC-Fähigkeiten. Habt ihr euren Fatschi-Roller zu euch bestellt, fahrt jetzt zum gelben Kreis von der Basis. Ihr werdet die Meldung erhalten, dass die Basis voll ist. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr drückt einmal auf die PlayStation-Taste oder die Xbox-Taste, seid ihr dann in diesem Menü drinne. Geht ihr einfach wieder zurück zu GTA und die Meldung müsste jetzt auf einmal verschwinden. Soweit, so gut. Als nächstes fahrt ihr jetzt mit dem Fatschi-Roller zur Seite, also so wie ich jetzt hier im Video. So, als erstes müssen wir natürlich warten, dass der gelbe Kreis wieder auftaucht. Das dauert um die 5 bis 10 Sekunden, nicht lange. Wenn der gelbe Kreis aufgetaucht ist, werfen wir jetzt Molotow-Cocktails am Rand des Einganges von der Basis hin, sodass da halt Feuer ist, so wie im Video hier. Also ich werfe persönlich immer 3 hin, rein theoretisch könnt ihr es auch mit einem machen, aber ich mache immer 3. So, habt ihr jetzt 3 hingeworfen, alles brennt, fahrt jetzt mit dem Roller da durch. Ihr werdet jetzt wieder eine Meldung erhalten, dass die Basis voll ist und in dieser Meldung müsst ihr 2 Sekunden verharren und dann müsst ihr die Meldung bestätigen. Und wenn wirklich alles funktioniert hat, müsstet ihr nicht in die Basis reinspawnen, nein, ihr müsstet jetzt einfach wieder mit eurem Roller draußen sein. Ihr werdet natürlich jetzt brennen. Und wenn ihr vom Roller aussteigt, dann müsste der Roller automatisch verschwinden. Wenn das passiert, Leute, habt ihr es geschafft, in den Modus zu kommen. Wenn ihr das geschafft habt, Leute, seid ihr in diesem komischen, verbuggten Modus. Das ist schon mal 1A, Leute. Als nächstes müsst ihr euch selber umbringen. Dafür geht ihr ins Interaktionsmenü und wählt Selbstmord aus. Habt ihr euch umgebracht, kommt jetzt auch noch ein schwieriger Teil, Leute. Denn ihr bestellt jetzt natürlich in euer Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Aber was ganz wichtig ist, Leute, das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, muss ein persönliches Nummernschild haben mit der iFruit-App. Das ist sehr, sehr wichtig. Habt ihr euer Fahrzeug bestellt, was ihr euch duplizieren wollt, müssen wir dieses Fahrzeug jetzt einklemmen. In meinem Fall werde ich es einfach zwischen Brücke und meinem Frickade einklemmen, so wie ich es jetzt hier im Video mache. Denn das Ziel ist es, Leute, dass wir aus dem Fahrzeug reinspawnen und wieder rausspawnen. Das ist unser Ziel, also halt uns rein und raus teleportieren, wenn wir einsteigen und aussteigen. Wenn das passiert, haben wir es schon mal richtig gemacht. Jetzt kommt der tricky Teil, Leute. Jetzt müsst ihr ein bisschen aufpassen. Das habe ich jetzt auch gerade einmal verfehlt. Ihr müsst jetzt nämlich das Instruktionsmenü öffnen. Ihr müsst auf diese MC-Fähigkeiten gehen. Und dann müsst ihr ganz oben stehen, Fahrzeug wieder einlagern. Ihr müsst jetzt gleichzeitig einsteigen und Fahrzeug wieder einlagern drücken. Wie gesagt, ich habe es gerade nicht geschafft. Aber beim zweiten Versuch habe ich es geschafft. Also nicht schlimm, Leute, wenn ihr einmal verfehlt.
Das macht dem Glitch gar nichts aus. Ich sage euch jetzt einen Versuch, der bei mir geklappt hat. Ich teleportiere mich rein, raus, alles gut. Ich öffne das Interaktionsmenü, gehe auf Fahrzeug wieder einlagern und drücke jetzt gleichzeitig auch noch Dreieck und zack, ich bin im Fahrzeug und habe das Fahrzeug eingelagert. Aber woher wissen wir jetzt, ob das auch wirklich funktioniert hat? Ganz einfach, Leute, wir fahren jetzt einfach zum gelben Kreis der Basis. Dann müsst ihr jetzt die Meldung kommen, die Basis ist voll. Wenn wir jetzt bestätigen, dafür braucht ihr jetzt ein gutes Auge, müsst ihr jetzt oben links stehen, dieses Fahrzeug kann nicht in die Basis reingefahren werden oder sowas. Hier ein Screenshot von der Aufnahme. Wenn das da kurz steht, dann wisst ihr, Leute, ja, ich hab's geschafft, das ist ein Duplikat. So, müsst ihr halt ein gutes Auge drauf haben. Seid ihr jetzt in der Basis angekommen, platziert ihr das Fahrzeug natürlich auf das Fahrzeug, was verloren gehen kann, das ihr nicht mehr braucht. In meinem Fall ist es ein normaler LG. Und zack, das Fahrzeug steht in eurer Basis und ist dupliziert. Und so einfach war es, Leute. Ihr braucht pro Auto um die 3 bis 4 Minuten. Und wenn ihr überlegt, pro Auto bekommt ihr eine knappe Million Dollar, ist das schon richtig, richtig heftig. Um jetzt weiter zu glitchen, könnt ihr jetzt einfach in den Editor gehen und dann direkt wieder in eine neue Freundes- oder Einladungssitzung oder öffentliche Sitzung, wo ihr es halt auch immer machen wollt. Aber Leute, wenn ihr es dann verkaufen wollt, müsst ihr GTA neu starten. Das ist sehr wichtig, denn sonst, wenn ihr jetzt rausfahren würdet, werdet ihr sofort aus dem Auto rausgeschmissen. Weiter glitschen, einfach in den Editor reingehen, dann wieder in eine neue Sitzung. Aber wenn ihr das Auto dann verkaufen wollt am Ende, also den Glitch wirklich komplett 100% abschließen wollt, dann müsst ihr GTA einmal neu starten. Gut, ich zeige jetzt kurz, wie viel das Fahrzeug in meinem Fall bringt. Und ich zeige auch jetzt mal kurz, dass das Fahrzeug auch wirklich dupliziert ist. Ich rufe jetzt den Mechaniker an und zeige euch, wo das Fahrzeug früher mal stand, beziehungsweise immer noch steht. Und ich fahre das Fahrzeug, was aus der Basis gerade rauskommt. Mein Fahrzeug stammt eigentlich aus Penthouse 1 von Eclipse Tower. Es ist ja jetzt hier unser Duplikat, was jetzt in der Basis steht. Und das werden wir jetzt auch verkaufen. In meinem Fall bringt das Fahrzeug knappe 950.000 Dollar. Also wenn wir es ganz grob aufrunden, knapp 1 Million Dollar pro Duplikat. Und Leute, wenn man überlegt, das ist richtig, richtig heftig. Auch noch sehr leicht und vor allen Dingen, Leute, solo. Und somit könnt ihr euch wirklich richtig viel Geld erschießen. Aber Leute, vergesst nicht, es gibt ein Anti-Cheat-System. Laut den aktuellen Anti-Cheat-Systemen solltet ihr nur 7 Fahrzeuge pro 30 Stunden verkaufen und maximal 2 Fahrzeuge in einer Stunde verkaufen, damit euch das Anti-Cheat-System nicht erwischt. Denn sonst könnte es eventuell Konsequenzen geben für euren Account. Aber wenn euch der Glitch gefallen hat, würde ich euch wieder bitten, einen Daumen nach oben zu geben. Und für die Leute, die mich immer noch nicht abonniert haben, können mich jetzt natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber Leute, ich habe ja euch gesagt, es gibt ein Giftcast to Friends mit diesem Glitch. Und Leute, ich habe natürlich auch nicht gelogen. Generell ist der Glitch derselbe. Nur diesmal braucht ihr kein Pegasus-Fahrzeug, sondern ihr braucht einfach nur wieder einen Factory-Roller in irgendeiner Garage. Ihr braucht natürlich wieder eine Basis, die voll ist, und in der Basis braucht ihr natürlich ein Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. In meinem Fall natürlich wieder ein normaler LG. Ihr braucht natürlich diesmal einen Freund, der euch das Fahrzeug zur Verfügung stellt. Natürlich braucht das Fahrzeug von eurem Freund natürlich auch ein persönliches Nummernschild. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Und das war's dann eigentlich auch schon. Und natürlich braucht ihr auch diese Molotov-Cocktails. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Als erstes seid natürlich mit eurem Freund bei eurer Basis. Und ihr bestellt euren Fatsche-Roller über die MC-Fähigkeiten. Seid ihr mit dem Fatsche-Roller in den gelben Punkt gefahren, müsst ihr jetzt die Meldung kommen, die Basis ist voll. Ihr drückt jetzt wieder einmal die PlayStation oder Xbox-Taste, um ins Menü zu kommen. Seid ihr jetzt im Menü, geht ihr wieder zurück zu GTA. Die Meldung, dass die Basis voll ist, müsste jetzt verschwunden sein. Was müsst ihr jetzt tun? Ihr fahrt jetzt einfach mit dem Fatsche-Roller zur Seite, so wie ich. Und wählt jetzt beim Fatsche-Roller wieder die Molotov-Cocktails aus und werft die jetzt am Rand der Basis hin, also diese Fläche da, so wie ich es jetzt hier im Video mache. Habt ihr so 2, 3 hingeworfen, fahrt jetzt mit dem Fatsche-Roller voll dadurch, voll durch die Flammen. Ihr werdet jetzt wieder eine Meldung kommen, dass die Basis voll ist. Ihr müsst diese Meldung nur 2 Sekunden verharren, danach könnt ihr X drücken, also die Meldung bestätigen. Wenn alles funktioniert hat, werdet ihr nicht reingezogen in die Basis, nein, ihr bleibt draußen stehen mit dem Roller und wenn ihr jetzt aussteigt, müsst ihr der Roller sofort verschwinden. Wenn das alles passiert ist, seid ihr wieder in diesem gewissen Glitch-Modus und ihr habt den größten Teil jetzt schon wieder geschafft. Was müsst ihr jetzt tun, wenn ihr in diesem Glitch-Modus seid? Ihr müsst euch einmal selbst umbringen. Habt ihr euch umgebracht, kommt der Easy-Teil, Leute. Wirklich sehr leicht. Ihr nehmt das Fahrzeug von eurem Freund und fahrt einfach in die Basis rein. So einfach. Nicht einklemmen oder sonst irgendeinen Scheiß. Nein, mit Giftcast to Friends müsst ihr einfach nur direkt dann reinfahren. Ihr werdet natürlich jetzt wieder die Meldung erhalten, die Basis ist voll. Obwohl das nicht mal euer Fahrzeug ist. Eigentlich müsste da stehen, das Fahrzeug gehört jemand anderen. Aber nein, es kommt die Meldung, die Basis ist voll. Ihr bestätigt natürlich die Meldung
Ihr werdet natürlich wieder oben links stehen, dass das Fahrzeug eigentlich nicht in die Basis rein kann. Aber Leute, ihr werdet reingezogen. Seid ihr in der Basis drin, könnt ihr natürlich das Fahrzeug jetzt auf irgendein anderes Fahrzeug drauf platzieren, was ihr nicht mehr braucht. Und boom, es ist in eurer Basis drin. Und so einfach geht der Glitch, Leute. Hallo gut, das war's jetzt, der Giftcast to Friends Glitch. Also war wirklich mega einfach, Leute. Das müsst ihr jetzt einfach wirklich mal zugeben. Und wenn das Video euch weitergeholfen hat und wenn euch die zwei Glitches richtig gefallen haben, dann würde ich euch jetzt wieder bitten, einen fetten Daumen nach oben zu geben. Und für die Leute, die mich immer noch nicht abonniert haben, warum auch immer, könnt ihr mich natürlich immer noch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Glitches wie dieses hier verpassen. Aber ich bin jetzt mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.